Für den kürzlich noch so euphorisch ausgerufenen Bullenmarkt, manche Kommentare auf mein Video, der geilste Bullenmarkt aller Zeiten, ist es schon erstaunlich, dass derzeit alles fällt, Aktien fallen. Wir sehen, dass Anleihen fallen, ergo die Renditen steigen, die Anleihekurse fallen, die Kryptos fallen, besonders heute Nacht, Bitcoin, könnte man sagen, mit einem Flash-Crash. Und wir sehen auch, dass so sichere Häfen wie Gold nicht zulegen können, sondern auch fallen. Es gibt also keinen Platz, sich zu verstecken, könnte man sagen. Und das bringt natürlich viele in Schwierigkeiten. Du hast praktisch keine Auswahlmöglichkeit und wir wollen uns die Dinge mal anschauen, denn derzeit ist eine besonders spannende Phase. Wir haben nicht nur den Bitcoin-Absturz, wir haben eine Yuan-Panik, wie ich das mal titele, sondern wir haben den Optionsverfall heute oder den kleinen Verfall bei Optionen, die immer wichtiger werden. Und alles hängt mit allem zusammen, das versuche ich in diesem Video kurz zu zeigen. We are starting with a Bitcoin. Manche sagen auch Bitcoin, aber das sind böse Zungen. Wir sehen hier Liquidationen, also da sind Stops offenkundig gezogen worden, aufgrund eines Artikels wohl im Wall Street Journal, wo es um Elon Musk und SpaceX geht. Und da hat man gesagt, okay, hier hat Musk alle Bitcoins verkauft für SpaceX, auch für Tesla. Hat er wohl Bitcoins verkauft, daher hat das natürlich viele auf den falschen Fuß erwischt, die damals gekauft hatten, als Elon Musk diese Bitcoin-Propaganda gemacht hat oder für Kryptos insgesamt, Dogecoin und so weiter und so fort. Jetzt ist er wohl weitgehend raus, however, aber einer der zentralen Aspekte wohl, und das scheint mir noch wichtiger zu sein als Triebfeder eigentlich des Abverkaufs, ist der Anstieg der Renditen, Geld wird teurer, Kapitalmarktzinsen steigen und das tut eben auch den Kryptos nicht gut, die Liquiditätsassets sind, schauen Sie mal, diese geradezu hyperinflationäre Flut von irgendwelchen Tokens an, von irgendwelchen Coins, Shitcoins, Altcoins, irgendwas Coins, nicht? Also das ist ja schon praktisch ein Zeichen einer Krypto-Hyperinflation, könnte man sagen. Aber sei es drum, wir sehen hier die Aussage eben nochmal konkretisiert, dass er eben ja auch, nämlich der Elon Musk, bei SpaceX wie auch bei Tesla eben schon massive Abschreibungen vornehmen musste. Jetzt hat Tesla wohl auch 75% seiner Bitcoin Holdings verkauft im letzten Jahr und wir sehen dann, wie der Preis hier nach unten ging, in den Bereich 25.000 und ein paar zerquetschte. Und hier sehen wir den wahren Grund, den eigentlich entscheidenden Grund, nämlich die Realrenditen hier invertiert und Bitcoin. Und wir sehen, das ist lange ziemlich parallel gelaufen. Dann hat sich das, wie auch bei den Aktienmärkten der Nasdaq, komplett entkoppelt. Mithin haben also Renditen, Kapitalmarktzinsen und Märkte sich entkoppelt. Und irgendwas, was sich entkoppelt, das ist so, wenn das Herrchen mit dem Hund läuft, dann kann der eine vielleicht ein Stück weit vorlaufen und denken, die Welt gehört mir, aber irgendwann kommen die beiden wieder zusammen und müssen sich irgendwie wiederfinden. Jetzt sehen wir, dass Bitcoin in etwa da jetzt fast wieder ist, wie zu dem Zeitpunkt, als diese BlackRock ETF-Euphorie eingesetzt hat. Da ist also jetzt ein Teil wieder verloren. Gut, Bitcoin ist volatil, die Kryptos sind volatil. Zuletzt war es sehr ruhig, da war es ja ziemlich langweilig gewesen. Bei Bitcoin ist wenig passiert, aber jetzt erstmal die Bewegung nach unten. Hier sehen wir mal erstaunliche Parallelen im Wochenchart zwischen dem S&P 500 und Bitcoin. Beide hatten negative Divergenzen, beide sind jetzt aus einem Aufwärtstrend rausgefallen. Bei beiden ist übergeordnet im Wochenchart noch unglaublich viel Luft nach unten, auch wenn wir, das werde ich zeigen, gerade bei den Aktienmärkten jetzt im kurzen Zeitfenster überverkauft sind. Und wir kommen jetzt zum zweiten Thema. Das hängt nämlich auch mit den Renditen, auch mit den Kapitalmarktzinsen zusammen, nämlich mit dem Yuan, der ja abverkauft wurde, weil Chinas Wirtschaft extrem schwach läuft. Der ein oder andere wird davon gehört haben, wir haben eine Immobilienkrise in China, wir haben jetzt eine Schattenbankenkrise und wir haben eine Krise vor allem der Wirtschaft, die durch eine sozialistische Politik von Xi Jinping letztendlich erstickt worden ist. Man hat Privatinitiativen austrocknen lassen, hat staatliche Firmen gefördert, die sind hochgradig defizitär, die Verschuldung ist immens und jetzt hat man natürlich als Machthaber in China ein Problem. Wenn du jetzt Stimulus machst, wenn du also anfängst Geld zu drucken, dann würde der Yuan
Mann abwerten. Das ist das Problem, das du hast. Wenn du einen abwertenden Yuan hast, dann hast du Kapitalflucht. Dann versuchen Chinesen, diese Abwertung ihres Vermögens faktisch ja zu umgehen, indem sie Geld irgendwie verstecken, irgendwo anders parken. Also musst du gucken, wie kriege ich die Balance zwischen Unterstützung der Wirtschaft einerseits und auf der anderen Seite eben dem Versuch, den Yuan nicht implodieren zu lassen. Jetzt sehen wir, dass Chinas Notenbank das Fixing, also praktisch die Festlegung des Onshore-Yuan-Referenzkurses, extrem weit über 1000 Pips abweichend von den vorherigen Schätzungen gemacht hat. Und das ist ein Signal, dass man die unkontrollierte Abwertung, die am Offshore-Markt in Hongkong schon bereits eingesetzt hat, da hat die Notenbank den Zugriff verloren auf diesen Offshore-Yuan. Den wollte man jetzt oder will man jetzt wieder versuchen zu erreichen, um eben diese Abwertung zu stoppen. Aber wenn ich jetzt versuche, Yuan-Abwertung zu stoppen, was mache ich dann? Dann kaufe ich Yuan und verkaufe zum Beispiel US-Dollars. Jetzt muss ich aber US-Dollar haben. Wie kriege ich die her? Naja, die habe ich entweder als Devisenreserve oder ich habe sie angelegt in US-Staatsanleihen und die muss ich dann verkaufen. Was passiert, wenn ich US-Staatsanleihen verkaufe? Dann gehen die Renditen weiter nach oben und vielleicht ist das gerade passiert. Wir sehen hier, dass jetzt vor allem FX-Outflow der Fall ist. Also das heißt, es fließt Geld raus aus dem Land, die Ausländer investieren nicht mehr, die Chinesen versuchen teilweise ihr Geld rauszuziehen. Und hier sehen wir mal diese gigantische Abweichung jetzt hier in diesem Fixing. Jetzt hatte China ja kürzlich staatlichen Banken schon gesagt, interveniert zugunsten des Yuan, also kauft Yuan, verkauft den Dollar. Das hat jetzt durch diesen symbolischen Akt, der die größte Abweichung ist, was das Fixing betrifft, von den vorherigen Schätzungen in History, versucht man jetzt die Kontrolle wieder zu kriegen. Aber die Dinge laufen aus dem Ruder. Wir sehen Evergrande. Zuletzt war ja Country Garden im Fokus, aber jetzt Evergrande hat in New York Insolvenz angemeldet, also Chapter 15, das ist eine Art Gläubigerschutz. Und wir hatten gestern einen Artikel, Immobilienkrise in China schlimmer als offizielle Daten zeigen, denn man hat sich da mal Privatfirmen, Immobilienprivatfirmen angeschaut in China, deren Daten sind signifikant schlechter als das, was die staatlichen Daten hergeben. Aber jetzt auch bei staatlichen Bauträgern wachsen die Verluste deutlich. Wir sehen, dass die Hauspreise gefallen sind. Wir sehen also eine sehr, sehr schwierige Situation für die Chinesen, zumal eben dieser Immobiliensektor so überdimensioniert ist. Hier sehen wir mal, fast 30% des BIPs machte dieser Immobiliensektor aus. Und da alles mit allem zusammenhängt, nämlich wenn die Chinesen praktisch Anleihen, US-Staatsanleihen verkaufen, steigen die Renditen. Die Renditen wiederum haben dann auf die Märkte Einfluss und dementsprechend hat das wiederum Einfluss auf das Optionsgeschehen oder das Geschehen mit Optionen. Das ist wirklich interessant, aber bleiben wir bei die China. Wir sehen also mit Abstand, der größte Anteil des BIPs ist der Immobiliensektor, viel mehr als in anderen Ländern und da hängt natürlich jetzt noch viel mehr dran. Da hängen zum Beispiel Banken, aber vor allem Schattenbanken dran. Die sind jetzt auch wegen des Immobilienmarkts in Schwierigkeiten. Oder teilweise in Schwierigkeiten. Da sehen wir die ersten richtigen fetten Stresssymptome. Und hier sehen wir mal diese Worry, diese Angst, dass die Chinesen eben US-Staatsanleihen verkaufen müssen, um praktisch Dollars generieren zu können, mit denen sie dann den Yuan wiederum stützen können. Hier sehen wir diese Korrelation, finde ich hochinteressant, was sich da abspielt. Und hier sehen wir jetzt erstmal fallende Renditen wieder. Möglicherweise hat China Staatsanleihen oder Staatsanleihen verkauft in den letzten Tagen, damit die Renditen auch noch weiter nach oben getrieben, um heute Nacht praktisch oder in den letzten Tagen intervenieren zu können. Jetzt sehen wir, gehen die Renditen erstmal wieder ein bisschen zurück. Wir waren über der Marke von 4,3, jetzt sind wir bei 4,24 um und bei. Also ein Rückgang immerhin von gut 4 Basispunkten. Oben sehen wir aber, dass diese Rendite ausgebrochen ist. Ganz oben in diesem Chart sehen wir, der RSI ist schon ein bisschen weit hoch, also da sind wir schon überkauft ein Stück weit. Die Frage ist, wie weit geht es da noch? Nächste Woche, genau in einer Woche, wird der Jerome Powell in Jackson Hole sprechen, also bei dieser Notenbankerkonferenz. Und da muss er irgendwie gucken, dass diese Renditeexplosion nicht weitergeht, sonst wird es schwierig für die Märkte.
Und schwierig für die Märkte war es ja schon mal 1987. Jetzt ein bisschen Bärenpornografie, meine Damen und Herren, man gönnt sich ja sonst nichts, nicht wahr? Hier mal ein Chartvergleich zwischen 2023 und 1987. Und das Interessante ist, auch 1987 sind die Renditen massiv nach oben gegangen, aber die Aktienmärkte sind gestiegen, haben so ein bisschen La La Land gespielt, haben ein bisschen rumgetanzt, haben sich gefreut und haben gedacht, was interessiert mich die Realität? Und das ist auch so derzeit so ein bisschen der Fall. Was haben wir mit der Realität zu tun? Gell, wir haben unsere eigene Logik. Damals stieg dann, wie Michael Guyatt hier sagt, am 16. Oktober erreichte die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe 1987 ihr Hoch über der Marke von 10%. Und dann am Montag, den 19., da ist der Markt dann 22% gefallen und die Renditen sind gefallen, sind massiv nach unten gekommen. Dann sind also Aktien gefallen und Renditen gefallen. Jetzt sehen wir, dass Renditen steigen, also Anleihekurse fallen, Aktienmärkte fallen, alles andere auch fällt. Und wir sehen vor allem links hier unten, dass der VIX deutlich ausgebrochen ist. Also das ist ein klarer Ausbruch und manche spricht dafür, dass die Volatilität weiter hoch bleibt, dazu gleich mehr, zumal wenn ich jetzt hier von dieser Realität spreche, hier sehen wir mal die Frühindikatoren in den S&P 500, also Leading Indicators, die zeigen, wie sozusagen die Wirtschaft sich entwickelt, die total negativ sind, seit 16 Monaten in Folge fallend, aber die Aktienmärkte spielen La La Land, machen ein bisschen was anders. Wir sehen hier rechts, hatte ich gestern schon gezeigt, die Zinskurven versteilen sich wieder. Stark invertierte Zinskurven, und wir waren so stark invertiert wie eigentlich noch nie. Wenn die sich dann verflachen, ins Positive drehen, die Zinskurve, dann kommt die Rezession, ist die Rezession da. Hier sehen wir mal das gestrige Geschehen, Nasdaq, der schwächste Index. Warum will ich gleich zeigen oder was da los war am Markt, versuche ich gleich zu zeigen. Wir sehen, auf wöchentlicher Basis hat der Nasdaq im MACD unten, was diese Linien betrifft, ein Verkaufssignal gegeben. Und gestern hatte ich im Marktflüster gesagt, ja, diese 4.400 Punkte im S&P 500, die ist wichtig, die sollte verteidigt werden. Das ist nicht gelungen. Was ist dann passiert? Die Market Maker mussten sich absichern, weil diese 4.400er Puts ins Geld kommen. Dann müssen die das Underlying verkaufen, um ihr Risiko zu neutralisieren. Wir sehen, wie Figuring Out Money hier zeigt, dass da sofort richtig Volumen in die Geschichte reinkam mit diesem Hoch der 4.400er Marke oder dem nachhaltigeren Bruch. Und wie Goldman Sachs hier sagt, der Markt wird immer nervöser, weil Vols und Skews creep higher, also praktisch die Volatilität und der Skew. Und there is demand for puts and for short dated S&P Vol. Also da sehen wir, da ist jetzt ein großes Bedürfnis, sich abzusichern. Das war ja vorher überhaupt nicht der Fall. Ich hatte über dieses extrem niedrige Put-Call-Ratio gesprochen. Die Leute haben gesagt, wir leben nur in der besten aller Welten. Wir brauchen Absicherung, gell? Und jedes Mal, wenn die Leute glauben, sie leben in der besten aller Welten, dann passiert was. Auch das scheint eine menschliche Logik zu sein. Jetzt hat sich übrigens diese Put-Wall verschoben von 4.400, weil die ist durch, auf 4.350 Punkte. Die sollte halten, damit nicht die Market Maker sich noch weiter absichern müssen. Und insgesamt haben wir ja eines gesehen, diese Zero-DTE-Option, also diese Option, die noch am selben Tag verfallen, die waren extrem bullish. Da wurden Calls gekauft, auf steigende Märkte spekuliert, die Market Maker mussten das entsprechende Underlying kaufen. So hat sich nur Mechanik nach oben gespült. Wir wissen jetzt, wie das abläuft, wenn die Mechanik sich nach oben spült. Aber wir wissen nicht, wie es abläuft, wenn das ganze Spiel jetzt andersrum läuft. Und derzeit läuft das Spiel andersrum. Wir sehen, dass Puts gekauft werden bei diesen Zero-DTE-Optionen und die Market Maker sich dann absichern müssen. Und das kann zu Unfällen führen. Hier, wie gesagt, diese 4.350er-Marke heute ja. Verfall vieler Optionen im Volumen von um und bei 2 Billionen Dollares, die wo hier praktisch verfallen täten. Hier sehen wir das nochmal aufgeschlüsselt, vor allem S&P 500 Optionen oder auf den S&P 500, die hier der Fall sind. Und hier sehen wir das, was ich vorhin meinte, nämlich, dass jetzt Puts gekauft werden. Wir sehen negative Delta Flow bei den Zero DTEs, also bei den Optionen, die noch am selben Tag verfallen. Most bearish Options Flow in 2023. Da hat sich die Stimmung also gedreht von Hurra, Hurra auf OOO. Das ist natürlich dann auch vielleicht eine Chance für die Bullen. Denn wenn dieser Verfall vorbei ist,
dann wird manche Absicherung, die ein Market Maker gemacht hat, nämlich indem er das Underlying verkauft hat, also short gegangen ist im jeweiligen Underlying, wird dann überflüssig. Das heißt, er kann diesen Verkauf glattstellen, würde dann kaufen. Das könnte die Märkte vielleicht heute oder am Montag unterstützen. Logisches Ziel dieser Korrektur bis vielleicht auch dem neuen Bärenmarkt ist erstmal die Marke von 4.300 bis 4.320. Das war das Augusthoch, wie ich gestern schon gezeigt hatte. Aber das ist auch ein wichtiges Gap, etwa im S&P 500 Future. Das, wo wir praktisch gerissen hatten oder das, wo wir aufgemacht hatten. Also das wäre die logische Zone. Wir sind überverkauft, wie ich schon mehrfach gesagt habe. Im kurzen Zeitfenster Aktien über der 20-Tages-Linie nur 14%. Es sind also 86% der S&P 500 Aktien unter ihrer 200-Tages-Linie. Wir sehen hier dieses massiv negative Gamma bei den Dealern, bei den Market Makern. Also das kann natürlich auch dann eine saftige Gegenrallye nach sich ziehen, wenn die praktisch die ganze Geschichte dann auflösen, nämlich diese Put-Absicherung oder diese Absicherung durch Verkäufe. Hier sehen wir mal Tech Bullish Percentage Index im S&P 500 extrem negativ, selten so negativ gesehen. Das ist natürlich schon eine extreme Stimmung. Gar keine Frage, und die ist ausgelöst eben auch durch Mechanik, denn diese CTAs, diese Commodity Trading Advisor in den USA, die müssen verkaufen, aber charttechnisch ist viel Schaden angerichtet. Wir sehen, wir sind jetzt unter das Tief aus dem 10. Juli gefallen, und das ist das erste Mal, dass wir tiefere Tiefs machen seit 4 Monaten. Also das ist doch ein Volatilität ist back. Also das ist schon ein Game Changer, den wir hier sehen. Da ist etwas passiert, zumal die VIX-Saisonalität darauf hindeutet, dass wir da nicht ganz so schnell Ruhe reinbekommen. Nächste Woche wahrscheinlich zentral Nvidia-Zahlen und die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole. Jetzt sehen wir Bitcoin Flash Crash. Was ist da eigentlich los? Bitcoin crasht auf eine 2-Monats-Tief. Ich sehe gerade hier ein seltsames Tier hier neben mir. Nicht, dass Sie sich wundern, meine Damen und Herren, aber sei es drum, Bitcoin, warum, wieso, weshalb, was ist da los? Erste Empfehlung, die zweite Empfehlung, China-Warnsignal, bei staatlichen Bauträgern wachsen die Verluste. Hatte ich vorhin schon angedeutet, zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Evergrande erklärt sich in den USA für zahlungsunfähig. Was da los ist, das werden Sie in diesem Artikel lesen. Alles hochspannend, diese drei Artikel. Ich sage Servus, ciao.